In den letzten zwei Jahren sind SPACs, also Börsenmantelgesellschaften, wieder sehr stark in Mode gekommen. Wir schauen hinter die Kulissen und fragen uns, was das für Anleger bedeutet. Worum genau handelt es sich bei SPACs? SPACs sind Börsenmantelgesellschaften, so könnte man das vielleicht frei übersetzen. Die ermöglichen es, mit einem leeren Mantel, mit einer leeren Hülle an die Börse zu gehen und dort Geld einzusammeln. Das klingt erstmal ein bisschen kurios. Welchen Sinn sollte es ergeben, mit einem leeren Mantel an die Börse zu gehen? Aber es hat durchaus Charme. Der Hintergrund ist der, dass man Geld mit diesem Mantel einsammelt und danach überlegt, was wäre ein sinnvolles Zielobjekt. Das heißt, das Management kann sich dann in Ruhe ein Unternehmen aussuchen und dann mit diesem Unternehmen überlegen, ob man sozusagen dieses Unternehmen mit dem Geld, was vorher eingesammelt wurde, in der Hülle an die Börse geht. Das muss natürlich auch einen Vorteil haben für das Unternehmen, was damit übernommen wird. Und der Vorteil ist auch da. Der Börsengang wird damit nämlich relativ unkompliziert. Die Regularien werden etwas einfacher, man kann die Zeit ein bisschen abkürzen. Und vielleicht der wichtigste Vorteil eines solchen SPACs besteht dann darin, dass das zu übernehmende Unternehmen, was dann quasi indirekt einen Börsengang erlebt, vorher schon weiß, wie viel Geld in die Kassen gespült wird. Beim normalen Börsengang ist das eben nicht der Fall. Da weiß man bis zur letzten Sekunde eigentlich nicht, und das ist am Ende ja marktabhängig, wie viel Geld tatsächlich reinkommt, wie die Aktie bepreist wird beim Börsengang. Diese Unsicherheiten, die unangenehm sind für ein Startup, für ein junges Unternehmen, die habe ich nicht in der anderen Konstruktion, weil ich ja dort mit dem Management dieses SPACs verhandle und ich vorher schon weiß, wie viel Geld auf mich zukommt. Diese Planbarkeit ist gerade für junge Unternehmen sehr wertvoll und deswegen sind diese SPACs durchaus interessante Vehikel für einen Börsengang. Also sind SPACs nicht bloß ein kurzer Hype, sondern eine langfristige Anlagealternative? Man kann schon sagen, dass sich hier so ein kleiner Hype abzeichnet. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass es SPACs oder SPACs-ähnliche Vehikel schon seit vielen Jahren, schon seit vielen Jahrzehnten gibt, aber die haben ein bisschen Schattendasein geführt. Auch 2013, 14, 15, 16 gab es relativ wenig Börsengänge weltweit mit solchen Vehikeln. Das hat sich dann spätestens seit 2020 schlagartig geändert, setzt sich jetzt auch die ersten zwei Monate 2021 fort. Also insofern ja, man kann von einem Hype sprechen. Das muss aber nicht bedeuten, dass das per se ein unseriöses Vehikel ist. Es hat wirklich viel Potenzial. Insofern glaube ich auch, dass SPACs bleiben werden und auch eine größere Rolle spielen werden als in den letzten Jahren. Könnte die hohe Nachfrage nicht auch ein Hinweis auf eine Überbewertung der Märkte sein? Der Erfolg der SPACs könnte durchaus dahingehend interpretiert werden, dass es hier vielleicht eine Bewertungsblase in der Summe gibt, dass das Märkte ein bisschen übertreiben, dass wir hier vielleicht ähnlich wie im Jahr 2000 einen Punkt erreicht haben, wo vielleicht sogar ein Crash droht und dieser extreme Erfolg der SPACs so ein bisschen Warnsignal für dieses Szenario ist. Ich würde überhaupt nicht so weit gehen, ich würde es anders interpretieren. Ich glaube, dass SPACs eigentlich eher und die Nachfrage nach SPACs ein starker Hinweisgeber darauf sind, dass es einfach ganz viel Nachfrage nach Investitionsmöglichkeiten gibt. Und die Nachfrage gibt sich daraus, dass es so wenig Anlagealternativen gibt. Natürlich sind jetzt die Zinsen, die Renditen ein kleines bisschen gestiegen in den letzten Tagen und Wochen, aber sie sind immer noch sehr, sehr tief und sie werden auch strukturell auf einem sehr, sehr tiefen Niveau bleiben. Das heißt, Anleger suchen nach Alternativen und SPACs ermöglichen hier Potenzial für Anlagen an Kapitalmärkten auf eine etwas andere, unkonventionelle, aber trotzdem interessante Art. Deswegen nicht unbedingt ein Zeichen von einer Bewertungsblase, sondern einfach nur ein weiterer interessanter Weg zu investieren.